Leute, herzlich willkommen zu meinem 13. Part von Final Fantasy. Der 13. Part ist jetzt schon angebrochen. Wo bin ich jetzt stehen geblieben? Und zwar, wir haben ja die letzte Drachen... wir haben die Drachenhöhlen besucht, wir haben das Luftschiff gekriegt. Andersrum, wir haben das Luftschiff gekriegt, die hatten den Stein vorher gekriegt, dann das Luftschiff, die Drachenhöhlen besucht und jetzt müssen wir zu Paleiste proben, um dort unser spezielles Item zu kriegen, damit wir Bahamut, König Bahamut, eine Audienz erstatten können, damit wir halt was Spezielles erhalten von ihm. Mein Highlight quasi aus diesem Spiel. So. Und da fangen wir jetzt an. Und zwar, da laufe ich jetzt auch hin. Ja. Ich hatte eigentlich überlegt, ob ich das im Off, ob ich im Off trainieren sollte. Da habe ich auch wieder Nein gesagt. Nee. Wenn ich merke, ich habe echt Schwierigkeiten, da werde ich im Off trainieren, weil das dauert wirklich viel zu lange, wenn ich dann anfange, das noch als Let's Play zu machen, dieses Off-Training. Und ich hatte mir was überlegt. Und zwar... Oh, bei Vivan. Und zwar ist es so, dass die Zusatz-Dungeons sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Zack, tot. Sehr viel in Anspruch nehmen. Und ich werde das gesondert machen, nämlich. Und zwar die Zusatz-Dungeons, bevor ich zum Bossgegner komme, werde ich einen speziellen ein Safe Game errichten dafür und werde dann als speziell Let's Play jedes einzelne Dungeon euch zu zeigen halt. Das heißt mit den Gegnern und. Das finde ich am sinnigsten, weil das als zusätzlich, damit es halt, oha, wertiger. Damit ich das zusätzlich halt als Let's Play in dem Bereich jetzt in diesen Maßnahmen noch drin zeige. Klar, dann würde das natürlich schneller gehen alles. Was heißt schneller gehen? Da würde das halt das alles hinauszögern. Und ich mag das nicht. Ich mag nicht, wenn wirklich man sich dahin abquält mit den ganzen Parts. Deswegen mache ich das zusätzlich so, dass die, dass man selber als Zugucker selber entscheiden kann, möchte ich die Zusatz-Dungeons angucken oder nicht. Sprich, es wird ein Let's Play Final Fantasy Spezial geben mit den vier Dungeons. Das ist mir halt so im Kopf geblieben, dass ich das so machen werde. Lilika steigt ein Level auf. HP steigt um 28. MP steigt um 19. An Stärke gewonnen. Zeit steigt ein Level auf. HP um 8. Super. Und, ja. Und, weil das sowieso sehr, sehr umfangreich ist. Ha, so, so. Ihr seid also im Besitz der Krone und wollt nun euren Mut unter Beweis stellen. Wenn das euer Wunsch ist, nehmt Platz auf dem Thron, der euch weiter in den Palais führen wird. Den Beweis eurer Mutes gilt es zu finden. Mögen die Götter euch gnädig sein. So. Jetzt geht's los, Leute. Die Krone. So. Und. So, jetzt muss ich aber erstmal hier den Weg finden. Oh Gott. Zink. Dann gehe ich mal hier runter. Zink. Hier, bing. Leute, ich weiß nicht, ob ich hier aber richtig liege hier, ne? Nee, ich wiederhole es. Na. Dann nehme ich jetzt den unteren. Zank. Links oder rechts? Links oder rechts? Ich nehme den rechten. Ah! Oh, ein Hinterhalt. Ein Dämon. Ich will, nämlich, ich weiß, dass diese Zusatz-Dungeons, besonders der erste, der hat, der beinhaltet, glaube ich, vier Bossgegner. Und dann muss man, wenn man einen Bossgegner erledigt hat, kriegt man ein spezielles Item von diesem Bossgegner. Und der ist auch wirklich, wirklich, wirklich schwer. Ich werde es dann so machen, dass ich dann, ja, dass ich dann immer, wenn ich zum Beispiel den ersten Bossgegner, ihr werdet die komplette Route sehen, von dem ersten Dungeon, Bonus-Dungeon, danach werde ich das immer so verkürzen, dass ich dann halt immer euch nur die letzten Bosse zeige von dem ersten Dungeon. Und bei dem nächsten Dungeon geht es genauso weiter. Ich muss aber da wirklich stark sein und wirklich auch wirklich trainieren. Es wird dann wirklich tatsächlich eben oft passieren, dass ich dann da trainieren werde. So, ich nehme den Weg. Ist das richtig? Oh! Minotaur Zombie. Adia. Minotaur Zombie hier, ey. Kann doch nicht wahr sein. Zack. So. Das ist halt meine Überlegung. Halt, dass ihr selber entscheidet, wollt ihr das gucken, wollt ihr das nicht gucken. Und ja, so ist man nicht gezwungen, das sich anzunehmen, weil das ist wirklich sehr, sehr mühselig. Das ist meine Überlegung gewesen. Das werde ich dann auch so durchziehen. Oh. Ah! Boah, Tongolem. Tongolem. Ah, hier, Eisra. 313. Oh, Tongolem, ey.
Zack. Oh, war ja nichts. Das war nichts. So. 70. Die Räder stecken Level auf. HP steckt um 3, MP steckt um 11. Genau. Zack. Godland. Nee. Okay, ist auch nichts. Eisekluft. Stab. Okay. Nee, okay. Dann nicht. Minotaur-Zombie, ja, die erledige ich so. Ist ja jetzt nicht so, dass ich ja jetzt wirklich... Oh ja, alle auf Kiro, ey. Eigentlich müsste Kiro so richtig heftig... Eine richtig heftige Verteidigung schon mittlerweile haben, so oft wie er verprügelt wird, ey. Ah, vielleicht liegt es am grünen oder an seinen pinken Boots, ey. Ehrlich, dass er gerne immer attackiert wird. Aber meistens attackieren die Gegner, deswegen finde ich das so unausgereift. Die attackieren meistens immer den ersten, obersten. Wenn ich jetzt wechsle, egal ob ich Lilika, Derila oder Psycho nehme, würde das genauso ablaufen. Die werden immer nur den ersten Obers erstmal attackieren. So. Da war... Ah! Bin ich richtig? Ah. Okay. Ich bin richtig. Ich hab's richtig. Ich hab's. Genau. Ich muss halt nur wissen, wo ich... Links, glaube ich, führt wieder zum Anfang zurück. Und das will ich ja nicht. So. Ah, Minotaur-Zombies hier. Dafür, dass ich aber nicht im Off trainiere, so, ne, bin ich aber relativ stark. Also die Gegner machen mir nicht mehr so viel Schaden. Ich weiß, dass ich zu der Zeit, dass ich damals trainiert habe, war ich schon längst über Level 40. HP steigt um 28. Jawoll. Jetzt bin ich erst Level 37, wenn man so überlegt, ne? Oh. Ah, Minotaur-Zombie. So, auf. Zack, hau rauf. Och, wie süß, ey. Derila versucht es mit seinem kleinen Taschenmesser. Oh, ich freue mich gleich. Ich freue mich so. Oh, yeah. Minotaur-Zombie. Geh in die Erde. Stirb! Stirb! Ah, so, jetzt reicht's. Uah. So, stirb. Dort, dort. Ah. Medusas, oh, 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 Medusas können, glaube ich, uns in Steine verwandeln. Da wir da ein bisschen mogeln wollen, nehme ich mal hier Blitzkra. Ja, böser Blick, oder? Nein. Autsch. Scheiße, ey. Nein. Oh, Gott sei Dank. Aber wieder Kero, ey. Gibt's doch nicht. Oha. Okay. So war das nicht geplant. Okay. Perseus. Ja. Medusas, ey. Dumm. Puten, ey. Aua. Ich muss jetzt... Ich weiß nur nicht 100% den Weg genau. Also das ist... Ist so eine Sache an sich, ey, also... Na gut, Vorteil ist, Psycho wurde auch getroffen, das heißt, jetzt ist es wirklich unterschiedlich, ey, weil wer Level abkriegt. Schade eigentlich. Mein Plan war wirklich, dass alle überleben, immer überleben. Und dass die alle gleichzeitig leveln. Zack. So. Ah, oh, jetzt bin ich da schon wieder. Na gut. Okay, der Kampf geht weiter. Drachenzombie. Adio, adio. Zack, zack. So. Ach, vier auch. Ist das süß. Autsch. Drachenzombie. Zack. Erledige es. So, komm schon. Das schaffen wir. Ach ja, warum die zwei Schwächsten attackieren als Erste? Das ist doch so... Ist auch wirklich nur zusätzlich, ey. So. So. Dann nehmen wir mal... Dämon. Blitzra. Erledigen wir das mal schnell. Wow. Super. Autsch. So, komm schon.
Ja, ist gut. Ah, draufhauen. Drauf geschissen, ey. So. Das Spiel ist so unfair. So. Nehme ich jetzt... Nehme ich den nach dem Kampf. Oh, Medusas, ey. Ich hasse die. Geh weg. Nein. Ach, super. Ich hasse Medusas. Es gibt sogar Rüstung, wo die dich dann halt schützen, ey. Vor sowas. So. Ist das richtig? Nein, ist nicht richtig. Okay. Ich muss jetzt nur wissen, wie, wo, was. So. Ja. Falscher Weg. Ah, und Kampf. Ach ja. Kampf der Dämonen hier. So, einmal Blitzra und weg sind die. Zack, tschüss. So. So. Das muss der richtige Weg sein, weil so weit, wie ich jetzt gekommen bin. Dann nehme ich den unteren. Oh nein, 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 nein. So. Nee, 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 nein, nicht den bösen Blick. Oh, Lilika. Das wäre aber auch was Schönes. Dann hätte man wenigstens wieder ein bisschen leicht den Vorsprung. Okay, komm schon. So, komm schon, erledige das. Zack, Blitzra, tot, weg, buff. So. Lilika steigt ein Level auf. HP steigt um 6 und MP steigt. Intelligenz ist gestiegen. Nein, 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 nein. Och, Mensch, ey, ich bin den falschen Weg. Seht ihr, was passiert, wenn ich jetzt... hier nochmal hoch. Den nehme ich. Kommt jetzt wieder noch Kampf. War ja klar. Ach, die Medusas, ey. Ja, komm. So. Weg. Zack. Ah, so. Nein. Ach, wieder die Dämonen. Langsam geht ihr mir auf den Piss, das nervt so ab. Oh ja. Yeah. Genau, Kero, Attacke, Attacke, gut, Attacke. Fuck. Burn, burn. Bum, bum. So, erledigt. Die Rille steigt ein Level auf. HP steigt in 3, MP steigt in 22. So, dann geht's ja hier runter. Jetzt nehme ich den aber. Richtig? Ich glaube, jetzt habe ich's. Zweiter St... Oh, das ist doch alles zum Kotzen. Ja. Ja. Oh, der böse Blick. Na? Nee, natürlich nicht. Na gut, die können auch meinetwegen sie immer die ganze Zeit mitgehen. Das ist mir egal. Weil sie hat, glaube ich, eher so eine Art Resistenz gegenüber sowas. 873 Erfahrungspunkte. Psycho steigt ein Level auf. MP steigt um 9. Konstitution gestiegen, Glück ist gestiegen. Vorher möchte ich aber... So. So, da wollen wir mal gucken. Jau. Höllenross. Schnaufen. Puh. Schnauf wohl irgendwo anders, du Höllenross, ey. So. 700, okay. Heilerstab. Oh, 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 oh. Heilerstab. Rüsten. Der ist natürlich das schwächste Glied von allen. Na, tolle Sache. Oh ja, Kampf-Angriffsvorteil. Jawoll. Da spare ich sogar noch ein bisschen. So. Nein, wie? Oh, das gibt's doch nicht. Leute, macht mich nicht unglücklich hier. Genau. Muss es Kero euch zeigen, obwohl er so oft getötet wurde. Boah, das gibt's doch nicht. Drachenzombie. Feuerer. Zack. Hau auf. Ja. So.
Der eine ist auf jeden Fall schon tot. Der andere wird's überleben. Ja. Ach, wie süß. So, das war's. Drachenzombies erledigt. Boah, zwei, drei Schritte und... Oh, Medusas, ey, ich hasse die. Böser Blick! Nein! Ha! So. Kiro steigt ein Level auf. HP steigt um 4. Glück ist gestiegen. Glück ist immer gut. Seelenschinder, Leute. Ich bitte euch. Habt ihr nicht bessere Gegner voll auf Lager? Und vielleicht mache ich sogar... Genau, das ist mir auch eingefallen. Vielleicht mache ich sogar im Spezial-Let's Play von Final Fantasy sogar die Liste. Komplettiere ich dann auch. Aber nur vielleicht. Und dann zeige ich die euch mal schön. Stahlhandschuhe gefunden. Rubinreif. Frostschwert. Perfekt. So, wollen wir mal gucken. Rubinreif und Korallschwert. Ich will aber den Drachentöter. Warum Korallschwert? Mithril, Mithril, tadam, Leder, tadam. Da ist nichts. So, wollen wir mal gucken, was haben wir hier? Dolchstab, sowas. Ja, Leder, ja. Silberarmreif brauche ich nicht. Stab. Der ist auch zu nichts zu gebrauchen, ey, ehrlich. Selten, dass da eine Waffe mal gut ist, ey. Uah. Königsmumie. Alia. Feurer. Königsmumie schicke ich mal gleich erstmal wieder ab in die Erde. Und euch hinterher. Zack. Uah. Super. Zack. Und tot. So, runter. Seelenschinder, ja. Ach, ihr seid so süß, ihr könnt mir nichts antun. So. Ja, was willst du mir sagen? Seelenschinder, so, was willst du mir sagen? Ja, hier, komm, erledige das. Ja, das Final Fantasy damals, als der erste Teil von Game Boy Advance rauskam, ist ja auch der einzige... Wieso ist deine Truhe leer? Hütte. 1555 Geld, 7340 Geld. Spitze! Bald eine halbe Mille. Oh, Medusa. Leute, ehrlich. Als es damals das erste Mal von Game Boy Advance rauskam, der Game Boy Advance war die einzige Version, die halt tatsächlich alles auf Deutsch geändert hatte. Das fand ich echt total schön. Und, oh, schön. Und... Rattenschwanz erhalten! Was will ich mit einem Rattenschwanz? Was ist ein Rattenschwanz? Warum ein Rattenschwanz? Naja. Super, spitze. Da haben wir unser Item, den wir brauchen. Da war ich echt begeistert von. Da habe ich mir das damals auf Game Boy Advance mal geholt. Und ich war hin und weg. Ich kannte diesen Teil ja noch nicht. Das war, wie gesagt, auf dem NES damals. Und das kam ja nie außerhalb Deutschlands raus. Außerhalb Japans raus. Bin ich der Meinung sogar. Und wenn es mal rauskam, dann auf Englisch halt. Und deswegen finde ich die Version für Game Boy Advance richtig geil auch. Und da hat sich Nintendo wirklich Mühe gegeben. Das fand ich schön. Selbst die Version für PlayStation und Co. waren auf Englisch. PlayStation Portable, glaube ich, immer auch. Ah, deswegen. Nintendo hat schon seine guten Seiten. So, jetzt schnell wieder raus hier. Gibt sonst nichts zu erledigen. Wow. Die Sphinx. Blitzra. Ja, komm schon. Ja. Ja, Kero und Lilika. Ist klar. So. Blitzra. Na toll. Damn, einer überlebt. Ja, und das fand ich echt super. Da weiß ich, da habe ich den zweiten Teil mal angefangen. Das ist damals. Oh Gott. 2000, keine Ahnung, wann? 2005. Hatte ich den Teil nie mal geholt. Und nee, ich fand den zweiten Teil so dermaßen grottenschlecht. Also was heißt schlecht? Schwer schlecht. Ich kam auf dieses System nicht klar erstmal. Und erst jetzt so nach Jahren so habe ich mich halt dran gewöhnt. Muss ehrlich zugeben, also mehr taktische Raffinesse als im zweiten Teil von jedem anderen Fall, wenn sie gab es nicht, so nicht, fand ich.
Weil je nachdem, wie du trainiert hast, dementsprechend hast du auch so gelevelt. Es gab auch kein wirkliches Level-System. Illika steigt dein Level auf. Super, Spitze. So, weiter geht's. So, lauf, 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 lauf. Ein Hinterhalt. Oh, jetzt geht's aber hier um die Wurst. Scheiße. Okay. Okay. Hallo. Spitzmäßig. High Potion. Heilrad hier. So, jetzt bin ich aber auch richtig angepisst. So. Zack. Ey, sag mal. Leute. Zack, 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 zack. Nochmal hier. Mal mich ein bisschen hochpushen hier. Und jetzt bin ich sauer. Jetzt gibt ihr erstmal hier. Let's go! Juhu! Ach du Scheiße, die Zeit ist ja auch schon wieder rum, ey. Die Räder steigt ein Level auf. HP um 11, bla bla bla. So. Achso, toll. Antidot. So. Die Wüste könnten wir später nochmal. So, Sandwurm. Ja komm, den erledigen wir so, oder? Richtig. Psycho steigt ein Level auf. Agilität, Konstitution, Glück. Super. Ach, Leute. Wenn ihr wüsstet, ey. Wie herrlich das alles ist. Jetzt geht's langsam voran auch richtig. Ich hasse das immer. Also ich habe den ersten Teil immer gehasst. Aus dem Grund, weil immer der Anfang. Der Anfang war so mühsam. Aber wenn das wirklich mal richtig läuft, dann hält dich nichts mehr auf. Es war schön, dass es... Also ich finde es doch schon schön, dass es noch so total unausgereift ist, das System. Ich finde es auch traurig, dass sie, als sie den Remake dann halt gemacht haben, im ersten Teil, dass sie sich keine Mühe gegeben haben über das System richtig. Das System ist ja fast gleich geblieben halt wie im ersten Teil. Die haben halt Verbesserungen halt reingepackt. Ne? Aber um diese Verbesserung aufzuzählen, würde es fünf Stunden dauern. Da sind ja halt einige Dinger drin. Ne? Dazu müsste ich dann theoretisch nochmal den ersten Teil zocken. Ja, ja. Zwergtiger und Wehrtiger. Die gleich aussehen, nur halt andere Farbe haben. Das waren noch Zeiten, wo man einfach nur noch die Farbe ändern musste. Sogar eine lange Zeit habe ich überlegt, ob ich Dragon Quest zocke. Den ersten Teil bis zum 9. Teil. 10. Teil ist ja ein, 10. Teil ist ja ein MMO-Online-Spiel. Und ob das jetzt so jetzt gut Not tut, weiß ich nicht. So, mach ich Blitzka, weil Blitzka, da hilft ja nichts. Ja, ist gut. So, Blitzka. Brumm. Zack. Moin. Und tot. So, und zum Schaf. Yes. Okay, und weiter geht's. Leggy, leggy, leggy. Wo ist denn die Höhle? Genau. So. Genau, dahin muss ich. Jawohl. Perfekt. Zack. So, Leute. Einmal einen kleinen kurzen Quicksave machen. Jetzt geht's los hier. Menschen, die wahre Loot unter euch stellen und denen ich aufrichtig meinen Respekt zahlen kann, gibt es nicht mehr viele. Doch in euren Augen sehe ich Kraft und eure freundschaftliches Band ist eure wahre Stärke, wie es der Rattenschwanz bekundet. Wie versprochen, soll euch Mut belohnt werden, nehmt den Titel eines höheren Ranges entgegen. Leute, meine nächste Stufe der Evolution beginnt jetzt. Bam! Dadum! Jawohl! Gesegnet seien die Kristalle! Oh! So. Leute! Meine nächste Evolution, so sehe ich jetzt aus. Ich bin Ninja, Priester, Derila ist Schwarzmagus und Psycho-Adept. Das ist doch herrlich, Leute! Jetzt kann ich nämlich auch Frostschwert und Flammschwert nehmen. Das ist doch genial, oder? Flammschild. Und Froschschild. Hier nehmen wir das Froschschild.
Mithril, alter Schwede, Leute. Alter, Flammpanzer. Jetzt stehen mir alles offen hier. Oh, Frostpanzer. Und Mithril-Handschuhe. Oh, Leute, Leute, Leute. Oh, das wird so genial. Jetzt nämlich kann ich richtig übelst gut. Jetzt kriege ich meine ganzen Waffen. Rubinreif, jawohl. Und Lederhandschuhe hat sich nichts geändert. Dolch hat sich auch nichts geändert. Lederhut, Silberarmreif. Ah, ne. Ah, bei ihm hat sich auch nicht viel geändert. Silberarmreif, Lederhandschuh. Aber ey, jetzt geht's hier um die Wurst, Leute. Jetzt geht's um die Wurst. Aber was ich meinte, wie immer, Speichern fehlgeschlagen. Ich kann machen, was ich will. Das ist aber auch wirklich nur bei diesem Final Fantasy so. Oder liegt am Emulator? Ich habe keine Ahnung. Super spitze, Leute. Jetzt bin ich bereit zu kämpfen, ey. Und jetzt kann ich nämlich alles Mögliche erkunden, beziehungsweise mir noch alles neu nehmen. Super spitze. Zack. Jetzt wollen wir nämlich als nächstes... oben rechts. Zack. Boah. Warum leckt das jetzt so? Also es leckt nicht wirklich, aber der Ton ist ein bisschen verzerrt. Es nervt aber auch irgendwie ein bisschen ab. Ich muss drauf passen, wo ich hinfahre, fliege, ne? Da wohin will ich. Als erstes. Zack. Stadt Gaia. Willkommen in der Stadt Gaia. Vom Fremden wird unsere Stadt auch als Adlerauge bezeichnet. Südlich von hier gibt es eine Gegend, die man Adlerschwinge nennt. Eine sehr alte Stadt soll es dort auch geben. Super. Jetzt nämlich hole ich mir meine restlichen Dinger. Eisgar. Zack. Versteinert einen Gegner. Ja. Nehme ich mal das auch nochmal in Kauf. Jetzt nämlich wird es hier richtig hier bunt. Vitaga. Und Gardia. Flächenangriff gegen Untote. So. Eine Runde schlafen? Nee, brauche ich nicht. Das kann ich auch irgendwo anders billiger machen. So. Rüstung. Rubine auf Reif. Zweimal. Spitzenmäßig. Und Protect Ring. Oh. Zweite, viermal. Spitze. So, jetzt wollen wir mal hier. Genau. Protect Ring. Oh! Abwehr 60, Ausweich 83. Nehme ich. Rubinreif hat sie auch schon, aber dafür nicht den Protect Ring. Genau. Nämlich gebe ich Rubinreif. Jawohl, und Protect Ring. Perfekt. Und bei dem ist es dasselbe Schema. Ja. Tolle Sache. Nein, ich hätte auch hier nach links gehen können. Zack. Katzenkralle. Spitzenmäßig. Und ich habe fast kein Geld mehr. Oh, ich werde verrückt. Genau. Genau. Das ist wirklich wahrhaftig was Gutes. Wahrhaftig. So, früher hat man die Fee aus der Stadtbrunnen öfters mal zu Gesicht bekommen. In letzter Zeit gar nicht mehr. Ja, die Fee. Die Fee kommt auch noch drin vor. Aber ich durchsuche jetzt gerade. Ne? Wo muss ich jetzt hin? Ich muss jetzt nach... Ich muss erstmal alles durchsuchen hier. Ah. Auch heute noch erzählt man sich hier von den Himmelsmenschen, die die Lüfte beherrschen und hoch über den Wolken ein Schloss errichtet haben sollen. Ja, 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 das ist schön. Wo war denn jetzt der Itemshop? Ach, ach ne, hier haben wir auch noch welche. Oh, Level 8. Kann ich lernen, aber ich habe da kein, leider kein Geld für. Sanctus, heiliges Licht, erteilt Gegner Schaden. Das ist, glaube ich, auch das heftigste von allen. Kann ich noch nicht machen, schade. Bin aber, glaube ich, der Meinung, dass ich das jetzt lernen kann, Level 8, genau. Weil jetzt habe ich nämlich, Moment. Jetzt fehlt mir noch Level 6 und ein Level 7 und drei Level 8 Dinger. Gut, dann wollen wir mal zurück. Hey, sag mal, lässt du mich mal durch? Ich glaube, es hackt gleich hier. Super. Was haben wir hier? Hi, Ether, bla bla bla. Gut, hier haben wir nichts Besonderes. Gut, dann gehen wir jetzt hier weiter, ne? Erledigt. So. Ja, ja, leggy, leggy, leggy.
Oh. Wo ist denn die Hinse? Ah, genau, hier. Ich bin nicht richtig. Hier gehe ich nochmal lang. Dann muss ich den Part beenden. So ist es nun mal leider. So. So, dann wollen wir mal hier mal reingucken. Reinschnuppern. Haben wir hier noch eine Waffe für einen von denen? Nee. Gut. Was haben wir denn hier für ihn? Beben, Exitus. Okay, Level 6. Hat er schon voll? Aber sie noch nicht. Perseus. Transpar. Ausweichfähigkeit der Gruppe steigt. Nee, wir wollen Bimo. Teleportation in den Weltmodus. Das ist mir sehr wichtig. Zack. So, Leute. Dann heißt es jetzt langsam für mich, den Part zu beenden. Einmal noch eine Runde Schlafenzeit. Ja, hier, schlafen. Weil ich habe nur 19.000 Gil, das heißt, ich muss beim nächsten Mal, muss ich mir wirklich noch überlegen, dass ich noch ein bisschen halt Geld farme. Aber ich kann jetzt schon sagen, die Level 8, die besten Level 8 Magies gibt es nur in diesem Bonus-Dungeon. Bin ich der Meinung. Es kann sein, dass ich mich auch irre. Aber Leute, unser nächstes Ziel ist jetzt da oben links, nämlich die oberste linke Ecke erstmal. Und dann geht die rechte Ecke schon und dann sind wir eigentlich schon bald auch schon durch. Gut, Leute. Dann beende ich schon mal den Part. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, Part 14, wenn es dann wieder heißt Final Fantasy Let's Play. Bis dahin, Leute, haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Ciao.